Also das erste Beispiel ist natürlich klassischerweise, ich schreibe es hier mal her, L3T, als das sogenannte Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien. Also man findet es also frei zugänglich unter l3t.eu. Und das war also unser erstes großes Projekt. Ein Lehrbuch, das wir 2011 mit damals über 180 Personen geschrieben haben und vorweg definiert haben, dass dieses Lehrbuch als freie Bildungsressource zur Verfügung stehen wird. Wir haben das Buch 2013 neu aufgelegt in die zweite Auflage mit einem weiteren Projekt, wieder über 250 Teilnehmende diesmal, und heute gibt es also dieses Buch also mit zwei Auflagen frei im Netz verfügbar. Was ist der Erfolg dieses Buches? Das Buch hat heute zum derzeitigen Datum über 400.000 Downloads, das heißt also einzelne Kapitel-Downloads. Wenn man sagt, wir sind ungefähr 4 Jahre jetzt online, heißt das, wir haben im Jahr 100.000 Downloads. Das heißt, der Erfolg an Downloadzahlen gemessen ist erstaunlich hoch, also mit dem haben wir seinerzeit natürlich nie gerechnet, dass das einen dermaßen hohe Reichweite bekommt. Wir haben auch das gedruckte Buch herausgegeben als Zusatz und hier vergleichsweise eher geringe Verkaufszahlen, was jetzt nicht weiter verwundert, weil natürlich der Hauptteil online ist und natürlich auch gedacht war, dass man sich das frei runterladen kann. L3T ist vielleicht gerade kein Musterbeispiel, was die Finanzierungsmodelle betrifft, weil wir ehrlicherweise sehr, sehr viel experimentiert haben. Wir haben in der zweiten Version ist ja eine Vorfinanzierung im Rahmen eines Projektes gehabt haben. Hier kann man den Dank an NetIdee aussprechen, die uns also für die zweite Auflage Fördergelder gegeben haben. Und damit war das Projekt also umsetzbar. Aber ansonsten haben wir uns sehr stark mit Refinanzierung beschäftigt. Also als Beispiel zum Beispiel eben ein Buch angeboten, Apps angeboten. Auch wir haben Crowdfunding versucht in kleinem Maße, wie das funktioniert. Wir haben die Möglichkeit von Spenden eingeführt und auch von sogenannten Social Payment. Also hier kann also jeder uns also Spenden in der x-beliebiger Höhe geben. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, also dass Projekt, wenn man es jetzt nur rein monetär betrachten würde, hätte sich also hier nicht gerechnet. Der Erstellungsaufwand, also jetzt mit einem input-orientierten Ansatz im Vergleich zu dem, was wir hier hinten eingenommen haben, das hätte nicht funktioniert. Aber natürlich darf man jetzt nicht unterschätzen, PR- und Marketing-Effekte. Wir haben 180 Personen, die als Autoren in diesem Kapitel geführt werden und die natürlich aufgrund dieser Autorenschaft vielleicht zu Vorträgen eingeladen werden, heute als Experten gelten und vielleicht also auch hier verschiedenste oder Projekte bekommen haben, weil sie also auf das verweisen können und haben dürfen. Und das ist natürlich etwas, das schwer fassbar ist, aber auf alle Fälle gerade im wissenschaftlichen Bereich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und natürlich der Bekanntheitsgrad all dieser Beteiligten ist enorm gestiegen. Und natürlich können wir auch sagen, hat es einen gesellschaftlichen Wert. Wenn wir heute so viele Downloads haben, dann haben sehr, sehr viele Personen diese Unterlagen auch verwendet. Und in dieser Verwendung natürlich haben wir einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet. Das ist nicht also monetär bezifferbar, aber natürlich muss man sagen, das ist also ein großer Erfolg für das Projekt und daher ist es auch als erfolgreich einzustufen und hat uns auf alle Fälle bestärkt darin, OER und Bildungsressourcen weiterhin stark dafür zu kämpfen, dass die also freigegeben werden, weil wir halt sehen, welchen Bedarf und Möglichkeiten das Internet hier bietet. Ja, das zweite Beispiel ist der sogenannte Schulbuch-O-Mat. Der Schulbuch-O-Mat, ich mache ihn jetzt hier in grün, ist also bis heute aus meiner Sicht das wirklich einzige deutschsprachige Projekt eines Schulbuches, das als OER zur Verfügung steht. Also hier gibt es ein Schulbuch für Biologie, 6. 7. Schulstufe, die mit der Idee, das kann man sich frei runterladen, frei verwenden, in seinem Unterricht einsetzen. Das Schulbuch-O-Mat ist sehr spannend gestartet und zwar mit einer reinen Vorfinanzierung. Vorfinanzierung in Form von Crowdfunding. Die zwei Betreiber, die also auch im Rahmen dieses Kurses natürlich jetzt auch noch sprechen und auch das Projekt dann im Detail erklären, sind also haben ein Crowdfunding gestartet, haben gesagt, wir möchten 10.000 Euro für das Projekt, dann ist also die Bildungsressource umsetzbar und dann bekommt also die Gesellschaft quasi dieses Buch zurück. Haben sehr vieles mediales Echo bekommen, weil es natürlich ein sehr neuer Ansatz war und sie haben es tatsächlich geschafft, also die Finanzierung aufzustellen innerhalb der Laufzeit und haben dann innerhalb von 6 Monaten
im Wesentlichen das Buch geschaffen. Seitdem steht es online zur Verfügung, hat also auch sehr, sehr hohe Downloadzahlen und gilt für mich nach wie vor als das Beispiel also eines Schulbuches, wie man es umsetzen kann und wie es auch funktionieren kann. Die Frage ist natürlich, ist Crowdfunding, können wir nicht bei allen Schulbüchern machen? Also die Gesellschaft wird nicht also quasi in die Verantwortung zu ziehen sein, um die Schulbücher der Kinder zu finanzieren. Aber sie haben eines ganz klar gezeigt, sie haben ein Buch mehr oder weniger als Dienstleistung erzeugt. Das ist also nicht so, dass man das Buch nachher auf den Markt gibt und dann verkauft. Ja, und das Risiko hat also, dass man vielleicht zu wenig verkauft, was also meistens das Problem bei Verlagen ist, sondern man hat also den Geldtopf gehabt und hat als Dienstleistung das Buch umgesetzt. Und das hat auch die Begleitstudie, die wir durchgeführt haben, ergeben, dass es also ein sehr, sehr gutes Modell sein kann, zu sagen, wir sind Dienstleister und vielleicht die öffentliche Hand braucht ein Buch in einem gewissen Bereich, zahlt eine Summe X aufgrund von Angeboten und bekommt zurück eine ein Buch und dieses Buch kann es dann als OER freigeben. Solche Modelle gibt es weltweit schon. Also wenn man zum Beispiel nach Polen schaut, dann versuchen die solche Modelle umzusetzen, eben mit der Idee, dass wir dann an den Schulen und Hochschulen freie zugängliche Bildungsmaterialien haben, durch Vorfinanzierung in Form von Dienstleistungen. Als drittes Beispiel kommt die Plattform, auf der dieser Kurs durchgeführt wird, iMOOCs, ist ja auch, wie ich eingangs auch erwähnt habe, eine sogenannte OER-Plattform. Die Idee von iMOOCs ist nicht nur offene und freie zugängliche Kurse zu schaffen, sondern wirklich im Sinne von Open bei MOOCs, also ist es ja immerhin das zweite große O, Open zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alle Bildungsmaterialien, die wir hier anbieten, bleiben verfügbar. Das heißt, dieser Kurs wird auch am Ende noch online bleiben und die Videos können also von Ihnen in Ihrem Unterricht weiterverwendet werden. Das heißt, das ist explizit gewünscht und wenn Sie zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme in der Erwachsenenbildung haben und sagen, Sie möchten etwas über Finanzierungsmodelle machen und ich habe Ihnen vielleicht in diesen 2 Minuten das gut erklärt, dürfen Sie ohne Probleme urheberrechtlich das in Ihren Weiterbildungskurs zeigen und darüber diskutieren. Das ist also, wie gesagt, ausdrücklich gewünscht. Also iMOOCs. Jetzt muss man sich fragen, wie wurde iMOOCs finanziert oder wie kann ich überhaupt diese Plattform finanzieren? Wir haben dazu also eine Masterarbeit gemacht und uns in sehr, sehr viele Richtungen Überlegungen angestellt. Wir haben überlegt, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel dem Lehrenden zu sagen, er muss 20 Euro zahlen, dann darf er den Kurs bei uns anbieten. Und sind dann nach vielen Rechnungen, also mehr oder weniger darauf hängen geblieben, dass es auch hier im Wesentlichen um Vorfinanzierung geht. Die Plattform selbst ist durch einen Fördergeber, in dem Fall das Land Steiermark, der Zukunftsfonds, wesentlich gefördert worden, zusammen mit den beiden Universitäten, also Universität Graz und Technische Universität Graz, die also gesagt haben, es ist uns also das Projekt das Geld wert und wir haben es umgesetzt, also in Form einerseits von Fördermitteln und auf der anderen Seite von Personenressourcen aus den Universitäten. Die haben das umgesetzt, damit ist die MOOC-Plattform entstanden und eine Reihe von Kursen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann das weiter Bestand haben? Die Fördermittel, wie Sie wissen, ist bei einem Projekt, das sind natürlich wieder vorbei. Und jetzt hat also auch die Universität und die TU Graz gesagt, wir werden das also weiter in Form von Personalressourcen versuchen zu betreiben, auf so viel wie es nötig ist, weil also das natürlich sehr viel Geld kostet. Und dann haben wir gesagt, woher könnten noch weitere Geldmittel kommen. Und bisher ist unsere Idee, diese Online-Kurse selbst mehr oder weniger in der Erstellung zu verkaufen. Das heißt also, wenn jemand bei uns einen Kurs machen will, dann kann er sagen, ja, er will diesen Kurs hier anbieten, dann kommt je nachdem, was wir für eine Dienstleistung erbringen müssen, ist es zu finanzieren. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel die Videos produzieren müssen, dann werden also einfach die Videoerstellung ganz normal, wie es am Markt üblich ist, abgerechnet und dann steht es wieder allen zur Verfügung. Das heißt, wir haben keinerlei Werbemaßnahmen derzeit drinnen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wir verkaufen mal keine Einzelteile, wir ziehen auch die Kurse nicht wieder zurück, sondern leben eigentlich, dass dieser Kurs in der Erstellung grundsätzlich bezahlt wird und natürlich die Erstellungskosten des Kurses auch also den Betrieb der Plattform querfinanziert. Das ist natürlich, muss dabei sein, weil wir rechnen natürlich hoch, also was natürlich also auch das kostet. Und so versuchen wir derzeit hier bei iMOOCs das Finanzierungsmodell umzusetzen. Ja, abschließend, und das ist vielleicht das Wesentliche, was
ich aus dieser Einheit hier mitgeben möchte. Wir haben eines klar gemerkt bisher, dass die Vorfinanzierung auf alle Fälle das bessere Modell ist, weil es geht meistens doch um höhere Summen und die sind zum Beispiel vergleichsweise in Refinanzierung bei Verkauf von Apps, von Büchern oder auch bei Social Payment sind die Gewinnmargen sehr gering und man braucht eine sehr, sehr hohe Anzahl, um also quasi diese Ressource hier wieder zu refinanzieren. Und das ist vor allem bei deutschsprachigen Inhalten durchaus problematisch, weil der deutschsprachige Raum natürlich viel überschaubarer ist als der englischsprachige und dann natürlich man Probleme hat, die kritische Masse zu bekommen, die man brauchen würde, um zum Beispiel die Anzahl der Apps zu verkaufen, damit man auch tatsächlich hier die Refinanzierung erreicht. Das heißt also, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Vorfinanzierung. Das können genauso private Unternehmen sein, Bildungsinstitutionen bis hin zur öffentlichen Hand, die Interesse haben, Bildungsinhalte in die Gesellschaft zu bringen und sich dadurch Reichweite versprechen und sagen, okay, wir können unsere Bildungsinhalte besser zugänglich machen, damit können die Lernenden besser erreicht werden, mehr mit den Materialien machen und letztendlich ist dann der öffentliche Bildungsauftrag besser im Wesentlichen erfüllt.